Werte Zuschauer, hier noch einmal Meldungen der Haute Redaktion. Libyen hat rund 250 ausländische Journalisten aufgefordert, das Land umgehend zu verlassen. Ihre Mission sei mit der Besichtigung der Chemiefabrik in Rabta beendet. Die Hotelunterkünfte würden für weitere Delegationen gebraucht, begründete ein Sprecher der libyschen Regierung die Entscheidung. Zuvor waren die ausländischen Medienvertreter an das umstrittene Chemiewerk gefahren worden. Ihnen wurde jedoch der Eintritt in die Gebäude verweigert. Nach Informationen der amerikanischen Geheimdienste plant Libyen, in der Fabrik Chemiewaffen herzustellen. Wenige Stunden vor dem Ausweisungsbeschluss hatte der libysche Revolutionsführer Gaddafi vor den ausländischen Journalisten den USA direkte Gespräche über alle Streitfragen angeboten. Dies sei der einzige Weg, um die Differenzen beizulegen. Nach Einschätzung des Botschafters der USA bei den Vereinten Nationen, Vernon Walters, könnte die neue Regierung unter dem künftigen Präsidenten Bush grundsätzlich zu Gesprächen mit Libyen bereit sein. Wichtigste Voraussetzung sei, dass Gaddafi nicht länger den internationalen Terrorismus unterstütze, erklärte Walters, der neuer Botschafter der USA in Bonn werden soll, gegenüber dem französischen Rundfunksender Europa 1. In Paris wird heute die internationale Chemiewaffenkonferenz fortgesetzt, an der Regierungsvertreter von mehr als 140 Staaten teilnehmen. Mit Spannung wird die Rede des sowjetischen Außenministers Shevardnadze erwartet, insbesondere im Hinblick auf mögliche Bemerkungen zum amerikanisch-libyschen Konflikt um die Chemiefabrik in Rabta. Ziel der Konferenz ist ein Verbot der Herstellung und der Weitergabe von C-Waffen. Nach dem Gespräch mit US-Außenminister Schulz am Rande der C-Waffen-Konferenz rechnet Bundesaußenminister Genscher mit einem Ende der deutsch-amerikanischen Verstimmung wegen der angeblichen Beteiligung deutscher Firmen an dem umstrittenen libyschen Chemiewerk. Genscher und Schulz betonten gestern in kurzen Erklärungen, dass beide Seiten entschlossen seien, die Angelegenheit aufzuklären. Experten beider Länder würden die amerikanischen Vorwürfe in der kommenden Woche untersuchen. Zum Tode des japanischen Kaisers Hirohito sind Kondolenzbotschaften aus aller Welt in Tokio eingegangen. Der 87 Jahre alte Tenno war in der vergangenen Nacht nach monatelanger schwerer Krankheit gestorben. Hirohito hatte den Thron 1926 bestiegen und war der am längsten regierende Monarch der Welt. Nachfolge des verstorbenen Tenno ist sein ältester Sohn Akihito. Der 55-Jährige gilt als weltoffen und volksnah. Die Bonner Staatsanwaltschaft will gegen den CDU-Abgeordneten Würzbach ein Ermittlungsverfahren einleiten. Gegen den früheren parlamentarischen Staatssekretär im Verteidigungsministerium soll ermittelt werden, weil in seinem Büro ein Anruf von Verteidigungsminister Scholz mitgeschnitten wurde. Der Gesprächstext ist an andere Abgeordnete weitergegeben worden. Und hier die Lottozahlen. 2, 6, 13, 26, 32, 45, die Zusatzzahl 49. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 7, 3, 2, 4, 8, 7. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Und die Wetteraussichten, stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise Regen, im Bergland anfangs noch Schnee. Im Südwesten gelegentlich aufgelockert. Höchsttemperaturen zwischen 5 und 11 Grad. Damit ist das Programm des ZDF beendet. Wir wünschen Ihnen jetzt eine gute Nacht.